Das Bulgarische Exarchat war eine unabhängige kirchliche Organisation in Bulgarien und im Osmanischen Reich, die aufgrund des Förmens zur Errichtung des Bulgarischen Exarchats von Sultan Abdulansis, dem Herrscher des Osmanischen Reichs, am 28. Februar 1870 errichtet wurde. Dadurch erhielt die bulgarisch-orthodoxe Kirche nach einer Jahrhunderte andauernden osmanischen Herrschaft eine begrenzte Unabhängigkeit. Das bulgarische Exarchat war eine Kirchenorganisation, die die religiösen Belange der Bulgaren selbst regeln sollte und nur dem Sultan unterstellt war. Die Grenzen der Diözesen wurden im Artikel 10 des Firmens festgelegt. Sitz des bulgarischen Exarchen wurde die Sankt Stephan-Kathedrale im Istanbuler Stadtviertel Fena. Die Einrichtung des bulgarischen Exarchats war eine Vorstufe zur Erringung der nationalen Unabhängigkeit Bulgariens. Sie ermöglichte die Abhaltung von Gottesdiensten in bulgarischer Sprache und die Besetzung von zuvor fast ausschließlich durch Griechen verwalteten. Bischofssitzen durch Bulgaren. Vorgeschichte. Die Errichtung des Exarchats war eine Folge der bulgarischen Emanzipationsbewegung, die schon im 18. Jahrhundert eingesetzt hatte. Einige der maßgebenden Personen waren Paisi Hillendashi, Sophronius von Brasa, der Verleger Alexander ex -Ach, Neofit Bozweley Neofit Rilski, Ilarion Makario Polski, Neidengero und Petkus -Lawikow. Als erster Schritt wird der 1824 erfolgte Versuch, den Bischof von Brasa zu ersetzen, angesehen. Weitere Schritte in diese Richtung taten die Einwohner von Samoko und Skopje indem sie zum Ostergottesdienst die griechischen Priester vertrieben und das ökumenische Patriarchat von Konstantinopel um eine Weihe von einheimischen Kandidaten ersuchten. Als Antwort entsandte jedoch der Konstantinopeler Patriarch erneut Griechen. Die Bestrebungen unterstützte auch bald die Eparchie von Tarnovo, wo unter anderem Ilarion Makario, Polski und Neophyt Botswelli tätig waren. 1839 unter dem Druck der europäischen Mächte von Sultan Er Erlass eines Reformdekret änderte jedoch nichts. Im Gegenteil, es verstärkte das Streben nach einer Selbstständigkeit in der kirchlichen Frage. Invidin gab 1840 die Hohe Pforte dem Druck der lokalen Bevölkerung nach und schickte auf Empfehlung des örtlichen Gouverneurs den Diakon Dionis nach Istanbul. Doch er starb vor der Bischofsweihe. 1844 verfassten Bozvelli und Makario Polski ein Schreiben, in dem sie die hohe Pforte unter anderem um Erlebnis für die Einsetzung von vom bulgarischen Volk gewählten Bischöfen, Abhaltung der Liturgie auf bulgarisch Wahl eines bulgarischen Vertreter in der Regierung oder die Errichtung einer bulgarischen Kirche in Istanbul forderten. Als Reaktion und vor allem auf Druck des ökumenischen Patriarchen wurden die beiden Priester in das Silanda-Kloster in der Mönchsrepublik Ethos verbannt. Ersten Erfolge in der Errichtung einer eigenen Kirche konnte die in Istanbul lebende bulgarische Kolonie aufweisen. 1848 schrieb Stefan Burgoredi, ein hoher osmanischer Politiker bulgarischer Abstammung, eine Bittschrift an den Sultan. In der er erneut um die Erlaubnis bat, eine bulgarische Kirche in Istanbul zu errichten. In der die Liturgie auf bulgarisch und von bulgarischen Priestern abgehalten werden soll, gestattete ihm Sultan Abdulmisseti. In einem Vermahn die Errichtung der bulgarischen Kapelle, Swish Stefan. Ein weiterer Vermahn von 1850 legalisierte die dortigen zahlreichen bulgarischen Gemeinden und erkannte die Bulgaren erstmals als eine Nation. Innerhalb des Osmanischen Reiches an. In der Kirche, Swistefan Stefan, vollzog Bischof Ilarion Makario Polski am 3. April, 15. April 1860 Greg. Beim Ostergottesdienst einen demonstrativen Akt. In dem er die liturgisch vorgeschriebene Namensnennung des Konstantinopeler patriarchen unterließ und stattdessen im Gebet des ganzen orthodoxen Episkopats gedachte. In den kirchlichen Kanones wurde dieser Akt mit der Nichtanerkennung des kirchlichen Oberhauptes des Konstantinopeler Patriarchen gleichgesetzt. Auch in Bulgarien folgten zahlreiche Geistliche seinem Beispiel und sagten sich damit faktisch vom ökumenischen Patriarchat ab. Aus diesem Grund wurde Ilarion Makario Polski erneut mit weiteren Priestern in das Hilanda-Kloster verbannt. Auch in die sich parallel entfaltende nationale Befreiungsbewegung wurde durch kirchliche Würdenträger unterstützt. Maßgeblich beteiligten sich Klöster und Geistliche, wobei für die Letzteren das geistliche Gewand kein Hinderungsgrund war, selbst die Waffe zu ergreifen, um für die nationale Freiheit zu kämpfen. So etwa tat es auch der Mönchsdiakon Ignischi, indem er seit 1868 eine Reihe von Revolutions Komitees gründete und bewaffnete Einheiten organisierte denen auch Priester und Mönche angehörten, bekannt wurde er unter den Namen Vasilevsky. Etwa 1870-1871 schuf er das Statut des bulgarischen revolutionären Zentralkomitees. Er selbst leitete vom Trojan-Kloster aus eines der Komitees, bevor er in die Hände der Türken fiel. Einige Jahre später, nachdem der ökumenische Patriarch zahlreiche Projektvorschläge verworfen hatte, ermöglichte ein am 28. Februar 1870 vom Sultan Abdulassis el-Asena-Ferman die Gründung der bulgarisch-orthodoxen Kirche in Form eines Exarchats. Errichtung des Exarchats Durch die Gründung des bulgarischen Exarchats sicherte man der bulgarischen Kirche eine gewisse Autonomie zu, jedoch musste nach Artikel 3. der Firmens von 1870 der von den Bulgaren gewählte Exarch vom Sultan und vom Patriarchen bestätigt werden. Der Exarch hatte nach Artikel 4 den Namen des Patriarchen im Gottesdienst zu nennen und sollte nach Artikel 7 weiterhin das Meiren vom Patriarchen entgegennehmen. Anfang 1871 trat in Istanbul eine Versammlung aus Vertretern von Klerus und Laien zu einer Synode zusammen. Die einen Exarchatsstatut verabschiedete, am 31. Januar 12. Februar 1871 Greg, wählte das Kirchenkonzil den Metropolit der Diözese Loviacil Arione zum Exarchen. Als er jedoch nicht vom ökumenischen Patriarchen bestätigt wurde, trat die Synode erneut zusammen und einigte sich auf einen neuen Kandidaten der dann auch vom Patriarchen akzeptiert wurde. Am 4. Februar Jul 16. Februar 1871 Greg wählte das Konzil den Metropoliten von Vidin Antimi zum ersten bulgarischen Exarchen. Bis zu den Balkankriegen 1912-1913 umfasste das bulgarische Exarchat 23 Eparchien in Bulgarien, Thrakien und Mazedonien. Vidin, Brasar, Lovetsch, velikutarnovo, Russe, Ziliska, Vana und Preslav, Sliven, Stara Zagora, Plaudiv, Sofia, Samoko, Kustendil, Skopje, Deba, Bitula Orit, Veles, Strumisa und Njurokop. Weitere Gebiete konnten nach Artikel 10 des Firmens von 1870 hinzugefügt werden. Wenn dort die bulgarische Bevölkerung eine Zweidrittelmehrheit der Gesamtbevölkerung darstellte. Die Leiter der Eparchien, die Metropoliten, wurde durch einen Erlass des osmanischen Sultans ein sogenannter Berat eingesetzt. In acht Eparchien konnte aufgrund des Drucks der griechischen und serbischen Bevölkerungssteile, die dem Patriarchat von Konstantinopel angehörten, nur ein bulgarischer Geistlicher die kirchlichen Interessen vertreten. Die Errichtung der Diözesen in den makedonischen Oid, Veles Bitola, Niurokop und Skopje, abgesichert durch Sultansberate. Erfolgte jedoch erst 1890 als Folge der gemäßigter Politik gegenüber dem Osmanischen Reich des bulgarischen Ministerpräsidenten Stefan Stambulo. Bis zu diesem Zeitpunkt konnte das Patriarchat von Konstantinopel dieses verhindern. In den ersten Jahren war die bulgarische Kirche fast ohne jede gebildete nationale Geistlichkeit und besaß sehr wenige Gotteshäuser. Noch vor der Befreiung Bulgarien wurde 1874 im Peter und Paul-Kloster bei der Stadt Lyaskovets die erste theologische Schule eröffnet. Das Exarchat eröffnete weiter 1885 eine Priesterschule in Preleb, die 1886 nach Urit verlegt wurde. Eine geistliche Schule entstand 1883 in Adrianopel, wurde 1893 als geistliches Seminar nach Istanbul und 1915 nach Plaudiv verlegt. 1895 wurde eine weitere geistliche Schule in Samoko eröffnet, die bald als geistliches Seminar nach Sofia verlegt wurde. Die Errichtung des bulgarischen Exarchats und insbesondere eines bulgarischen Schul- und Bildungssystems führte aber auch zu schweren Spannungen mit. Dem bis dahin bestimmenden griechischen Patriarchat von Konstantinopel am 11. Mai Jul, 23. Mai 1872 Gretsch am Kyril- und Meltetgedenktag gedenktag erklärte der Exarch Antimi in der bulgarischen Kirche in Konstantinopel die Unabhängigkeit von dem ökumenischen Patriarchat. Als Antwort darauf erklärte das Konstantinopeler Patriarchat auf einer Synode im Jahr 1872 DK Sekunden bulgarische Exarchat für schismatisch und bezichtigte. Es der Heresi des Phyletismus. Zudem wurde der bulgarischen Kirche vorgeworfen, dass sie in Gestalt des in Istanbul residierenden Exarchen den unkanonischen Zustand herbeiführe. Dass zwei Bischöfe in ein und derselben Stadt amtierten die in den darauffolgenden Jahren sich entfaltende nationale Befreiungsbewegung wurde auch kirchlicherseits unterstützt. So sind mehr als 40 Namen von Geistlichen bekannt, die am Misslungenen Aufstand von Stara Zagora 1875 teilnahmen. Auch an der Vorbereitung und Durchführung des Aprilaufstand von 1876 war eine ganze Reihe von Klöstern beteiligt. Auch Exarch timi trat entscheidend für die Interessen seines Volkes ein. So überreichte er den Gesandten der Großmächte in Istanbul mehrere Denkschriften über türkische Gewalttaten. Auch während der internationalen Konferenz von Konstantinopel 1876-1877 versuchte er mehrmals auf die Rechte des bulgarischen Volkes hinzuweisen. Dieses Auftreten und seine prorussische Haltung kostete ihn vor dem russisch-osmanischen Krieg den Exeichenthron. Am 12. April, 24. April 1877, Greg. Wurde er entthront und nach Kleinasien in die Verbannung geschickt, weitere bulgarische Bischöfe anathematisiert. Anstelle Antims wurde am 22. April, 4. Mai 1877, Greg, der damaligen Metropolit von Lovetsch zum Exarch Josef I. Nach der Befreiung Bulgariens 1878 teilte das Exarchat seine Aufgaben. Während der Exarch in Istanbul weiter für die Gebiete Ostromeliens und Makedoniens zuständig war, war die Heilige Synode für das nach dem Berliner Kongress erschaffene Fürstentum Bulgarien zuständig. In der von der konstituierenden Volksversammlung 1879 verabschiedeten Verfassung von Tarnowo bezeichnet die bulgarisch-orthodoxe Kirche als vorherrschende Kirche, die Heilige Synode als oberste geistliche Gewalt der BOK. Durch die Niederlagen und territorialen Einbußen Bulgariens im Zweiten Balkankrieg und im Ersten Weltkrieg wurde das Exarchat auf die nationalen Grenzen Bulgariens vermindert. Die nationalen Strömungen Russophilie und Russophobie fanden sich auch in den Reihen der Würdenträger. In den innerkirchlichen Konflikten versuchten sich die beiden Gruppen gegenseitig auszuspielen, um eine größere Einflussnahme in der Bevölkerung zu erziehen. Durch diese internen Konflikte gelang es der kirchlichen Synode zwischen 1915 und 1953 nicht einen Exeichen zu bestimmen. In diesem Zeitraum regierten die Vorsitzenden der kirchlichen Heiligen Synode als Oberhaupt des Exeichats jedoch nicht in dem Rang eines Exeichen. Als erste orthodoxe Kirche nahm die rumänische 1922 die volle sakramentale Gemeinschaft mit der bulgarisch-orthodoxen Kirche auf. Was einer Anerkennung gleichgesetzt wird, die anderen folgten nach 1945 hob der ökumenische Patriarch das 1872 erklärte Schisma nach Druck der russisch-orthodoxen Kirche auf. Wegen interner Konflikten konnte aber erst 1953 nach der Wahl von Kiri der Rang des Exarchen in den eines Patriarchen erhoben werden. Das bulgarische Exarchat ging 1953 in dem wiederhergestellten selbstständigen bulgarischen Patriarchat auf. Exarchen: Il Arioni, Antim I, Joseph I. Stephanie Liste der Exarchen und Vorsitzenden des bulgarisches Exarchats